Pandora. Pandora First Contact heißt es jetzt. Und es heißt auch Return of the Messari. Das ist das Add-on. Und das hier, das ist die Live-Weltpremiere dieses Add-ons. Heute erscheint es am 30. Mai 2014. Und wir werden es euch jetzt live zeigen. Und wir, das bin zum einen ich, Writing Bull, das ist aber auch mein Mitmoderator, das ist Piro Parker. Hallo Piro. Hallihallo, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Schönen guten Abend und eine ganze Reihe von Teilnehmern seid da. Hallo ihr alle zusammen. Hallo. Hallo. Dieser Chor klingt jetzt im Augenblick noch sehr, sehr einträchtig, als ob sie ja wirklich gut miteinander auskommen, sich unglaublich wertschätzen würden, aber das wird sich gleich ändern. Gleich machen beginnt hier nämlich das große Hauen und Stechen. Motto heißt bei diesem Multiplayer-Match, ihr seht es, Entwickler versus Fans. Und das heißt, dass wir drei Fans des Spiels, drei ganz normale Spieler dabei haben und einen Spieleprofi, nämlich den Entwickler, Lorenz Roman. Hallo. Hallo Daniel. Proxy Studios heißt das Entwicklerstudio, mit dem du diese Spiele zusammengeschraubt hast. Und bevor wir jetzt einige Infos über das Add-on geben, die übliche Bitte an den Chat, seid bitte so lieb und gebt ein bisschen Feedback, wie das mit dem Audiopegel ist, mit der Lautstärke. Ist einer von uns zu laut oder zu leise? Wen soll ich etwas lauter oder etwas leiser machen? Gebt bitte Bescheid. Lorenz, Return of the Messari heißt dieses Add-on und die Wiederkehr der Messari, die wird auf jeden Fall auch innerhalb unseres Multiplayer-Abends heute erfolgen, denn ich hoste das Spiel und du hast mir dafür eine ganz spezielle Datei zur Verfügung gestellt. Ich darf offiziell cheaten. Ja, das ist korrekt. Also dein Server, der zieht die ganze Invasion mit den Aliens etwas vorwärts, damit wir das noch alles in unseren Ablauf hineinbekommen. Und ich hoffe einfach mal, ist natürlich jetzt nicht so wunderbar getestet, aber ich hoffe einfach mal, dass es dann trotzdem noch gut herausfordern oder trotzdem schaffbar wird, wenn die Aliens dann auftreten. Wäre auch irgendwie komisch, wenn man auf einem fremden Planeten weit landet, weit weg von der Zivilisation, man hätte das alles vorab getestet. Wäre ja auch atmosphärisch nicht ganz passend. Wer sind deine Mitspieler? Einer spielt bei dir mit. In deinem Team. Zu zweit spielt hier. Hallo, Atalia. Hallo, servus. Ja, du bist einer von den Leuten, die sich regelmäßig auf Sifforum.de, dem Mitveranstalter dieses Live-Abends hier, treffen in einer kleinen Multiplayer-Runde von Leuten, die sich auch angefreundet haben, die öfters gegeneinander, miteinander Pandora zocken. Was gefällt dir am Multiplayer-Modus von Pandora persönlich am besten? Das ist nicht so berechenbar wie mit der KI, wobei die wesentlich stärker geworden ist, habe ich das Gefühl. Und es ist halt auch viel Unsinn und Blödsinn dabei, wenn wir uns unterhalten. Das ist dein Mitspieler, Lorenz. Ihr spielt im Zweierteam und das andere Zweierteam, da spielen drin Black Arken und Zakor. Blacky, hi, grüß dich. Hallihallo, schönen guten Abend. Auch du bist ein Mitglied dieser Multiplayer-Runde und warst auch schon sehr, sehr oft Gast bei meinen Livestreams, bei allen möglichen Spielen und bist also quasi ein Veteran. Warum zockst du so gerne Multiplayer? Das ist einfach sehr unterhaltsam. Bei der KI, wenn man gegen künstliche Intelligenz spielt, da freut man sich zwar auch mal, wenn man da einen guten Schachzug gemacht hat, aber wenn ich mit einem Menschen das mache, und ich höre live, wie er sich drüber ärgert oder wie er sich vielleicht freut, dass er es irgendwie zurückschlagen konnte. Das gibt mir doch viel mehr Bestätigung, viel mehr Freude. Ja. Ne? Da freut sich der innere Schweinehund in dir, denke ich mir. Vor allem dann, wenn der andere laut aufgrunzt, weil er gerade getroffen wird und nicht du selber. Das möchte ich nicht abstreiten. Das ist ein ehrliches Wort. Dein Mitspieler im zweiten Team, Team der Herausforderer für Atalia und Lorenz, das ist Zakor. Hallo. Hallo. Ja, Zakor, bevor ich dich vorstelle, gibt es noch einen feierlichen Augenblick jetzt. Lorenz höchstpersönlich steht jetzt auf und schreitet bitte mit mir zusammen zur Siegerehrung. Pandora First Cup, so hieß das große internationale Multiplayer-Turnier, das wir durchgeführt haben in den letzten drei Monaten. Ein Turnier, das durchgeführt worden ist von Sifforum.de und vom Publisher des Spiels, von Slytherin. Und unter den Teilnehmern hier gibt es einen klaren Sieger. Jemand, der dieses Multiplayer-Turnier gewonnen hat und sich durchgesetzt hat. Und den wollen wir jetzt auch küren und auch den Dritt- und Zweitplatzierten. Lorenz, fangen wir mal mit demjenigen an, der Platz 3 errungen hat. Und ich zeige euch mal die wunderhübsche Grafik, die Bronzemedaille, die dein Grafiker Lorenz für ihn geschaffen hat, für Atalia. Da ist sie so zu sehen. Möchtest du sie vielleicht überreichen?
Ja, sehr gerne. Stellt euch einfach vor, wie ich hier ganz ja, gezielten Schrittes auf ihn zuwandere und die Medaille überreiche. Voller Stolz auf Atalia, der ja auch einen wunderbaren Bericht geschrieben hat aus Sicht von Lady Vermilion im Forum schon damals. Also durchaus beachtlich. Und der jetzt natürlich auch mein Teamkollege sein wird gegen den hoffentlich nicht übermächtigen Sarkor. Atalia, ein begnadeter Storyschreiber auch im Sith-Forum, postet da immer wieder seine eigenen Bildgeschichten mit fantasievollen Texten umrahmt. Atalia, wie steht da die Medaille? Hast du das bronzende, das leuchtende Bronzemedaille jetzt auch in deinem Gesicht? Glühen deine Bäckchen? Ja, ich habe ein bisschen Pipi in den Augen. Ah, ein richtig rührender Moment. Wir halten alle inne. Ein paar Kichern, ein bisschen albern, finde ich persönlich völlig fehlplatziert. Ja, und es gibt aber noch andere. Du bist nicht alleine auf dem Treppchen. Jetzt würde es, aber jetzt brauchen wir wirklich ein bisschen Fantasie, denn der Zweitplatzierte des Turniers, der ist bedauerlicherweise persönlich verhindert heute. Und wir können quasi nur seinem virtuellen Avatar, den wir uns jetzt imaginieren müssen, vor unseren eigenen Augen die Silbermedaille überreichen. Da ist sie. Und ihr seht schon, es ist Thymon, Lorenz. Das ist der Silbermedaillengewinner und dessen Pott, den er gewinnt, der ist gleich schon eine Idee größer als der Bronzepokal, finde ich. Ja, als zweiter Platz verdient man schon mehr. Also muss man schon ein bisschen auch trotzdem gratulieren, auf jeden Fall für Thymon. Gute Leistung. Ich muss dazu sagen, wir hoffen natürlich, dass auch noch die ganzen Achievements auch über Steam nachkommen. Das heißt, jeder, der hier gewonnen hat, wird dann noch ein hoffentlich einzigartiges Achievement auf Steam dazu bekommen. Also für seine Errungenschaften im First Cup, der ja von Sephorum wunderbar ausgerichtet wurde. Das klingt aber sehr gut. Ein individualisiertes Team-Achievement. Ich fange vor lauter Aufregung an zu stottern. Das hätte ich natürlich auch ganz gerne, werde ich wahrscheinlich nie bekommen. Knight, Glückwunsch. Auch an dich, an den Goldmedaillengewinner, an den inoffiziellen Weltmeister quasi, denn da das einzige Multiplayer-Turnier ist, das bislang stattgefunden hat, erst recht das einzige, was der Publisher auch mitveranstaltet hat, ist das hier, zweifelsohne, finde ich persönlich, der inoffizielle Weltmeister, der Multiplayer-Spieler von Pandora First Contact. Herzlichen Glückwunsch an Lorenz, an wen? An unseren guten Sarkor, den Vollprofi, der es, wenn wir beim letzten Mal weitergemacht hätten, wahrscheinlich uns auch in den Staub gedrückt hätte. Also ich hoffe mal, dass es heute besser läuft und selbst wenn du so ein Champion bist, dass wir trotzdem noch eine Chance haben. Ja, vielen Dank. Ich muss jetzt natürlich ein bisschen den Ball flach halten, weil ich nicht verheimlichen darf im Turnier. Das war sehr knapp. Der Sieg war sehr knapp. Wir waren alle einen Punkt auseinander. Also Thymon hatte einen Punkt weniger als ich und Atalia hatte zwei Punkte weniger als ich. Also das war nicht ganz so deutlich, wie sich das jetzt vielleicht anhört. Das ist sehr, sehr bescheiden. Ja, herzlichen Glückwunsch an alle, die gewonnen haben. Und jetzt wollen wir aber auch tatsächlich, finde ich, zum Spiel kommen. Denn im Spiel, das ist jetzt nur ein ganz, ganz kleiner Spoiler, den ich noch machen werde, da zeigen wir auch den Sonderpreis, den Sarkor bekommen hat. Doch dazu kommen wir dann später. Das wird eine Überraschung sein, denke ich, für alle Teilnehmer. So, starten wir. Pandora First Contact. Kurze Frage an dich, Piro. Im Chat, alle zufrieden, alle einverstanden mit den Audiozuständen dort? Das ist alles super und auch aus dem Chat gibt es viele, viele Glückwünsche an die jeweiligen Gewinner. Wir schreiben das Jahr 2107. Ich leiste mir mal den Luxus, das Intro zu überspringen. Und hier seht ihr jetzt eine Besonderheit. Ich und Piro und ihr damit auch, wir sind im Spectator-Modus und sehen die gesamte Spielwelt. Wir haben keinen Fork of War, wir sehen all diese hässlichen kleinen Aliens, die sich hier versammelt haben. Hier die beispielsweise diese fliegenden, ich sag mal Monster. Denn eigentlich bin ich ja das Alien. Oder Piro, du bist auch das Alien. Wir sind hier auf Besuch, aber uns erscheinen wiederum die Einheimischen wie Aliens. Tja, so sieht es aus. Es ist ja schon ganz interessant, hier jetzt erstmal so diesen freien Blick zu haben auf all diese Gestalten, die so eigenartig und widerlich aussehen. Und dazu noch diese ganzen Aliens. Wollen wir doch mal schauen, wo sich die einzelnen Mitspieler hier. Ja, das war ein bisschen zwei- und dreideutig formuliert, aber als guter Gastgeber überhöre ich das jetzt mal. Schauen wir uns doch jetzt mal an, wo die einzelnen Leute gelandet sind. Wen sehen wir hier? Das ist Void. Schaut mal hier rechts oben. Das ist der Spitzname von Lorenz. Wir sehen dich, Lorenz, und deine beiden Einheiten.
Ja, und es gefällt mir wieder mal gar nicht, wo ich hier gestartet habe. Ah, mein lieber Mann. Achtung, noch sind wir alle in einem gemeinsamen Audiokanal. Erzähl doch mal was über deine Startposition, Lorenz. Ja, das Wetter sagt mir schon mal gar nicht zu. Die Temperaturen, ich mag es genau umgekehrt. Du bist mir aber ein feiner Pandora-Kolonisator, schimpfst über die Wetterverhältnisse her. Ja. Ich leih dir mal einen Regenschirm und einen Regenmantel, dann fühlst du dich vielleicht schon etwas entspannter und gewinnst an Siegeswillen. Ja. Zacko, wie sieht das denn bei dir aus? Und bei dir, Blackie, seid ihr halbwegs zufrieden? Ich bin zufrieden, ja. Die Startposition ist nicht die beste, die man haben kann, aber die ist auf jeden Fall nützlich. Liebe Zuschauer, das hier, das ist Black Arken und das, was er hier bislang erschaffen hat. Und jetzt gehen wir mal auf die Suche nach Zakor. Der müsste eigentlich hier sein. Schaut mal. Hier ist Zakor. Das ist ja interessant. Genau, da ist Zakor. Und drei Felder von ihm entfernt, seht ihr dieses... Oh Gott, so ein großes Alien habe ich noch nie gesehen. 32 Lebenspunkte, unfassbar. Ist das eine Neuerung jetzt des Add-ons? Oder ist es einfach nur ein blöder Gag, den ich mir gerade erlaube? Und es marschiert direkt auf die Stadt, so lass mich raten. Puh, ganz genau so ist es. Ich fürchte, wir müssen die Partien neu starten. Das ist also in dieser speziellen Datei drin gewesen, die du extra bekommen hast. Ganz genau. Jetzt gehen wir noch auf die Suche nach Atalia. Noch sagen wir auch nicht laut, seht ihr eigentlich selber, wer welche Zivilisation spielt, oder seht ihr das noch nicht? Ihr Spieler. Das sehen wir, ja. Ach, das sieht man an der Farbe. Dann können wir das ja auch offen sagen. Also Atalia, du führst die religiösen Fanatiker an. Zakor, die Baumschmuser, die Ökopazifisten, Black Arken, führt die Militaristen an. Was für ein Zufall. Und Lorenz führt die Leute an, die mit ihrer Wirtschaft besonders effektiv sind. Die Build for China. Genau, die sozialistischen Propaganda-Produktionsfanatiker oder wie immer man die nennen möchte. Ach ja, hier ist der, schaut mal, hier ist Atalia. Ja, jetzt haben wir einen Blick auf jede Stadt geworfen. Piro, was meinst du? Sollen wir die vier Spieler vielleicht bitten, sich in ihre zwei Audiokanäle zurückzuziehen? Ja, ich denke, das wird Zeit. Wir haben die erste Runde schon überstanden hier und ich denke, so langsam wollen die Parteien sicherlich beginnen, hier Pläne zu schmieden, wie sie sich gegenseitig den Garaus machen können. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los und jeder darf sich in seine eigenen Kanäle zurückziehen, oder? Was meinst du? Ja, finde ich sehr gut. Also husch, husch und bis später. Bis später. Später. So, und während die sich jetzt allmählich zurückziehen in ihre beiden Audiokanäle, müssen wir jetzt die Zeit noch ein klein bisschen verplaudern. Piro, vielleicht mit einer Ankündigung, dass wir später im Laufe des Abends etwas zu verlosen haben. Genau, so sieht's aus. Im Laufe des Abends werden wir dankenswerterweise vom Publisher Slytherin zur Verfügung gestellt bekommen, Keys für die Steam-Version von Pandora First Contact hier heute Abend verlosen. Da lohnt es sich also auf jeden Fall dran zu bleiben. Und diese Steam-Version, die erscheint heute, die erscheint im Laufe des Abends, also heute am 30. Mai erscheint dieses Add-on. Das steht gratis zur Verfügung allen, die das Spiel bislang gekauft haben oder in Zukunft auch noch kaufen werden, also die Ladenversion oder die oft beim Hersteller das Runterladen, das Spiel oder wo auch immer. Und außerdem erscheint halt diese Steam-Version, es gibt aber keinen Steam-Zwang für das Spiel. Klar, wenn man die Steam-Version kauft schon, aber ansonsten nicht. Und es gibt ja viele Leute, die wollen gerne unbedingt auf Steam spielen und finden das ganz klasse und für die gibt es ab heute auch diese Version. Und jetzt sind wir unter uns, Piero Parker. Unter uns und unter den über 80 Live-Zuschauern. Das ist der, wenn ich mich richtig erinnere, fünfte, ich weiß schon gar nicht mehr, so viele Finger habe ich gar nicht auf beiden Händen oder zumindest nicht in einer Hand, vierte oder fünfte Live-Abend, den wir veranstalten mit Pandora First Contact. Und das ist einer, der mit ungewöhnlich vielen Zuschauern da ist. Etwa 80 sind es im Chat. Hallo zusammen, ihr alle. Und das, was ihr uns zurufen wollt an Freundlichkeiten oder an Gehässigkeiten, das liest sich Piero Parker die ganze Zeit über fleißig durch und gibt dann das, was er des Erwähnens wert findet, dann rein in unsere Diskussion. Genau. Der Chat ist bisher der Meinung, dass die beiden Spieler Zakor und auch Atalia relativ anständige Startpositionen bekommen haben. Das sehe ich auch so ähnlich. Und es gibt hier dann doch nochmal die Bitte, dass wir vielleicht die Spielmusik ein klein wenig nach unten korrigieren, weil die im Verhältnis zu unserer Sprachlautstärke dann wohl doch etwas laut ist. Wird sofort gemacht. Ich habe die jetzt auf wesentlich niedriger eingestellt. Prima. Ja,
Bevor wir uns jetzt in die Teams wechseln, lass uns doch sollten wir vielleicht wir beide uns mal kurz eine Analyse machen. Ich finde, die Weltgröße ist ziemlich groß. Es wird eine Weile dauern, bis die aufeinanderstoßen. Die haben erstmal ein bisschen Gelegenheit, vor sich hinzubildern. Und wie weit, wir haben mit Spielen mit einer Pangea-Zufallskarte, also mit einem einzigen großen Kontinent, wenn du dir den so anschaust, wie liegen die Fraktionen zueinander? Wo könnte es eventuell den ersten Konflikt geben? Ja, also interessant ist, es spielen ja Lorenz und Atalia in dem einen Team, also Rot und Lila in Team A sozusagen, Zakor und Black Arken in Team B. Interessant ist, dass Atalia und Zakor doch relativ nah beieinander gestartet sind. Also das wissen die beiden vermutlich noch nicht, aber in Kürze werden sie es erfahren. Da liegt sehr, sehr wenig Platz nur dazwischen, zwischen Grün und Lila. So sieht das aus. Hier, Toledo, das ist die Stadt von Atalia, und die Baumschmusa mit Zakor, unfassbar, hat natürlich jetzt schon die größte Bevölkerung. Der setzt aber, glaube ich, anfangs auch massiv auf Wachstum. Schauen wir uns doch mal dessen Stadt von innen an. Das ist auch eine Besonderheit hier, des Spectator-Modus von Pandora. Passt mal auf. Klick, schon sind wir drin. Jetzt sind wir drin in dessen Stadtbildschirm und können ein bisschen rumspionieren. Ach, das ist ja interessant. Er geht massiv auf Forschung. Und auch das können wir uns anschauen. Schaut mal hier. Das ist der Forschungsbildschirm. Und jetzt können wir bei allen Teilnehmern mal nachschauen, was die sich hier so vorgenommen haben. Eine Besonderheit von Pandora, Piro, das ist, dass wir hier einen zufällig ausgewürfelten Technologiebaum haben, bei dem aber alle denselben haben. Genau, so wird bei jedem Spielstart immer wieder neu ausgewürfelt, wie dieser Technologiebaum aussieht. Dabei gibt es natürlich bestimmte Rahmenbedingungen, dass also jetzt nicht die furchtbar starken Technologien direkt zu Anfang kommen. Die sind dann unterteilt in drei Äras, in drei Zeitalter, die es im Laufe des Spiels zu durchlaufen gilt sozusagen. Und so sieht er hier aktuell aus. Ich habe hier gerade leider selbst ein kleines technisches Problem, warum ich es mir gerade nicht ansehen kann. Aber vielleicht kannst du den Technologiebaum fürs Erste jetzt nochmal kurz genauer zeigen, was jetzt im Moment so die ersten Technologien sind. Mache ich auch gerade. Wir spielen ja bei dem Fenstermodus mit F5, kommst du in den Forschungsbildschirm, falls dir das hilft. Danke. Bei Zakor, er hat bereits erforscht die Schadensverhinderung, kann seine Einheiten besonders verteidigungsstarke Einheiten dadurch konstruieren, hat ein Gebäude gebaut, mit dem er Mineralien fördert. Er geht da also auf schnelles Wachstum der städtischen Produktion. Und das ist hier seine Stadt. Das ist die Stadt von Zakor. Ach, weißt du was, wir gehen gleich mal rüber, würde ich vorschlagen, und lassen es uns seinen Spielstand und die Einschätzung seiner Lage von ihm höchstpersönlich schildern. Was meinst du? Das klingt super. Auf geht's. User left your channel. Mach ich mal jetzt. Hi, hallo zusammen. Verrüstung und Kunstdinger. Hallo. Hallo. Na, wir haben gerade über euch geredet. Ist ja klar, wir haben ja natürlich auch gesagt, wir gehen gleich rüber zu euch und haben uns mal deine Stadt, deine Hauptstadt Zakor, von innen angesehen. Und haben festgestellt, dass er erstmal stark auf Forschung setzt, aber erstaunlicherweise jetzt schon sehr, sehr viel Bevölkerung hast. Ja, ich habe ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Atalia und hier Lorenz auch gemacht haben, Blacky hat es nicht gemacht, aber ich habe gestartet mit Wachstumsbau, eine Runde, um eine Runde früher zu wachsen. Womit bist du gestartet, entschuldige? Mit Wachstumsbau, man hat hier so einen Wachstumsbau. Der wandelt zwei Produktionen in einen Wachstumspunkt um. Das habe ich am Anfang eine Runde gemacht. Dadurch ist meine Stadt um eine Runde früher gewachsen und ist jetzt immer um einen Schritt voraus allen anderen. Ich zeige das gerade in deinem Stadtbildschirm. Das ist hier dieser Reiter Wachstum. Hier rechts stellt man die Bauprojekte ein, also die Einheiten beispielsweise oder die Gebäude. Man kann aber auch so ein bisschen tricksen und bestimmte Sachen wie Gold beispielsweise oder wie das Wachstum halt pushen, und das hat Zakor am Anfang gemacht. Du hast natürlich auch Glück, dass du so diesen Garten Eden da direkt in deiner Hauptstadt stehen hast, eine Sonderressource, die dir unglaublich viel Nahrung gibt und einen Moralbonus. Und dieser Moralbonus, der gibt dir einen Prozentbonus auf die Produktion von allem bei dir. Ja, und außerdem habe ich meine Moral auch noch gesteigert, indem ich die Steuern erstmal auf Null gesenkt habe. Also meine Bevölkerung ist sehr zufrieden im Moment. Ist ein solcher Politiker, wie ihn auch sich die wir alle wahrscheinlich in Wirklichkeit wünschen würden. Senkt erstmal die Steuern, gibt allen wahnsinnig viel zu futtern und sorgt dafür, dass wir noch ein bisschen größer werden und viele Kinder bekommen. Genau.
Zakao, sag doch mal, wenn du jetzt zu Beginn direkt auf Wachstum gehst, ohne du verschwendest ja sozusagen im Grunde eine Runde, wo du ja auch ein normales Bauprojekt bauen könntest. Und wenn du die Steuern senkst, dann hast du ja auch das Problem, dass du nicht ganz so viele Geldeinnahmen hast. Lohnt sich das unterm Strich? Wie kompensierst du das wieder? Erstmal das Wachstum, das hat sich schon längst schon wieder kompensiert, weil ich ja dadurch eine Runde früher gewachsen bin. Das heißt, ich hatte eine Bevölkerungseinheit, ich habe jetzt bei jedem Wachstum eine Bevölkerungseinheit schon mehr als jeder andere im Spiel. Und da habe ich die zwei Produktionen schon locker wieder drin und die zwei Mineralien. Und was die Credits angeht, ja, ich werde wahrscheinlich die Steuern auch bald wieder erhöhen müssen, weil dann mein Konto leer ist. So viele Geschenke kann ich dann auch nicht machen. Aber auf jeden Fall bringt die Moralsteigerung mehr als die Credits. Das heißt, wenn ich dadurch einen Produktionspunkt mehr bekomme oder einen Mineralienpunkt mehr bekomme, dann ist das mehr als die Credits, die ich dafür investieren muss. Liebe Zuschauer, lasst euch bitte nicht dadurch irritieren. Im Zuschauermodus funktioniert eine Sache nicht so richtig. Hier ganz links oben, da ist der globale Ressourcenpool der Spieler angegeben. Das ist aber leider nicht ganz korrekt. Das ist nämlich, wie ihr seht, mein eigener. Also der des Zuschauers, und der verändert sich die ganze Zeit nicht. Also wenn ich hier ein Stadtbildschirm aufmache, dann wird hier oben nicht der Ressourcenpool von Sakor angezeigt. Das hier sind aber tatsächlich die Bürger, die er in seiner Stadt hat. Er kann die wahlweise als Bauern, als Minenarbeiter, als Arbeiter oder als Wissenschaftler einstellen. Wenn er die als Wissenschaftler einstellt, generiert er mehr Forschungspunkte, kommt schneller technologisch voran, als Bauern klar, gibt es mehr Nahrung, als Minenarbeiter viele Mineralien, und die braucht er wiederum, wenn er Arbeiter tätig hat, denn die wandeln Mineralien um in Produktion. Und ihr seht ja noch die vielen anderen Ressourcen, die es hier im Spiel gibt. Schlüsselressource, Moral. Wenn die hoch ist, gibt es einen Moral, erzeugt dieser Moralbonus, einen Produktionsbonus bei fast allen Ressourcen. Wenn er niedrig ist, entsprechend einen Malus. Umweltverschmutzung, ein anderer Wert, auf den man ein bisschen aufpassen muss, der beeinflusst indirekt die Moral, und Steuersatz, den gibt es natürlich auch. Links unten sind die Gebäude, die er in seiner Stadt hat. Hauptquartier gibt es in jeder Erststadt automatisch. Und das ist das Gebäude, das er gebaut hat. Raffinationsanlage plus zwei Mineralien gibt es unter anderem. Baut gerade einen Former, den braucht er, um Geländefeldmodernisierung zu errichten. Als nächstes schließt er ein Forschungsprojekt ab, mit dem er ein paar Gratisressourcen bekommt. Wie viele Einheiten hast du bislang, Zakor? Ich habe eine zusätzliche Einheit. Also der Former ist jetzt gerade fertig worden, den du schon erwähnt hast. Und ich habe ansonsten eine weitere Einheit noch gebaut, um meine Stadt zu verteidigen, weil ich am Anfang gesehen habe, dass Atalia relativ nah bei mir startet. Da war mir das zu riskant, die Einheit zum Spähen rauszuziehen und keinen Verteidiger zu haben. Deswegen habe ich erstmal einen Verteidiger gebaut. Das hatten wir auch schon gesehen, dass er ziemlich dicht in deiner Nähe startet. Und wir wollen ja nicht spoilern, aber ich kann dir nur sagen, das ist gut, dass du diesen religiösen Fanatiker nicht über den Weg traust. Denn das sind, glaube ich, nicht die, die die Religion vertreten, dass man jemandem erstmal immer wieder eine Backe hinhalten soll, wo der hinzuschlagen hat, sondern im Zweifelsfalle sind sie selber diejenigen, die zuschlagen. Ganz schön kriegerische Religionsfanatiker hier. Becky, dich gibt's auch noch. Ja. Das hier, das ist deine Stadt hier, Ipsos, die zeige ich gerade den immer noch etwa 80 Zuschauern im Bild. Du hast auch schon einen Former gebaut, und ich gehe auch mal in deine Hauptstadt rein. Erzähl uns doch mal von deinen Plänen. Ja, da wir festgestellt haben, dass ich eine recht mineralienarme Startposition habe, werde ich schnellstmöglich versuchen, zu Gebirgen zu expandieren. Und mein Kolonialsoldat, mein erster, der hat ja schon welche gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr den gerade seht. Welche Richtung ist der losgegangen? In Norden. Nordost. Ah, hier, ich sehe ihn, ja. Da habe ich die ersten Berge erst entdeckt, zwar ziemlich weit weg von mir, aber wenn ich wirklich ordentlich mit der Einheit produzieren möchte, dann muss ich in den sauren Apfel beißen und wohl etwas bauen. Ich sehe da auch, dass da eventuell neben dem untersten Gebirge eine heiße Quelle ist, durch den Nebel des Krieges. Also es könnte eine gute Stadtposition werden. Ja, es ist eine heiße Quelle. Super. Und ich bin auch jetzt in dieser Runde auf Atalia getroffen. Ich habe ihn auch schon denunziert. Da freut er sich sicher. Das ist das Wichtigste. Und er hat zugegeben, dass er meinen Diplomaten gekreuzigt hat.
Ah, so ein Pflege. Ja, also war eine gute Entscheidung, dass die Welt die Wahrheit über ihn erfahren hat. Vielleicht sollte man denn gegenüber den Zuschauern diesen kleinen Insider-Gag noch auflösen, dass das mit dem Denunzieren natürlich in einem Multiplayer-Spiel herzlich unsinnig ist. Es ist einfach ein atmosphärisches Gimmick. Ihr spielt in zwei Teams gegeneinander und wie ihr euch jetzt, ob ihr euch jetzt gegenseitig im Diplomatie-Menü zeigt, dass ihr euch liebt oder hasst, das hat natürlich auf das eigentliche Spielgeschehen ja gar keinen Einfluss. Macht aber trotzdem Spaß. Ganz genau. Es ist eher, um ein bisschen zu zeigen, wo man sich fühlt, ob man sich stark fühlt. Ich gehe jetzt mal rüber zu Atalian zusammen mit Piro und sollen wir ihm vielleicht irgendeine Nettigkeit von dir überbringen? Einen Zuruf von wegen, danke, dass du meinen Diplomat gekreuzigt hast, folgende Höflichkeit möchte ich dir noch auf den Weg geben. Nein, das überlege ich mir noch. Da ich nicht weiß, von wo er eigentlich herkommt. Ein ganz, ganz seltener Augenblick habe ich in Multiplayer-Partien mit dir fast noch nie erlebt, dass dir plötzlich mal die Worte fehlen. Unfassbar. Ja, ich muss erst mal schauen, ob ich wirklich so stark bin, wie ich mich fühle. Ganz realistische Töne von dir, wo du doch normalerweise so ein fröhlicher Selbstüberschätzer bist. Naja, im Grunde genommen weiß ich ja, dass ich perfekt bin, aber ich brauche das trotzdem, dass manchmal auch andere Menschen mir das mitteilen, ne? Sehr schön. Jetzt bist, vielleicht kannst du ja Atalia das mal fragen. Ja, jetzt bist du wieder der unbekümmerte Gerne-Groß, den ich kennengelernt habe. Prima, klasse. Piro, sollen wir mal rübergehen zu den beiden? Ja, sehr gerne. Da habe ich gerade auch eine sehr interessante Entdeckung gemacht, über die ich unbedingt gerne mal mit den beiden sprechen möchte. Oh, klingt ja sehr spannend. Dann gehen wir mal ganz, ganz fix rüber. User left your channel. Channel switch. Hallo, ihr zwei. Hallo. Ihr seid nicht alleine. Das ist ja so das Schlüsselraunen, was man gelegentlich auf der Erde verbreitet, beobachtet von Aliens. In dem Fall sind es gleich 80 Aliens, Außerirdische, die euch hier auf dem Planeten Pandora beobachten. Das sind die Zuschauer im Live-Chat auf Twitch. Hallo, TV. Zuschauer. 80 Zuschauer, die sich zum Beispiel gerade gefragt haben, wie war das für dich, Atalia, als Black Arken gerade mit dir Kontakt aufgenommen hat? Hast du dich gefreut? Bei Black Arken? Ach, der will doch nur spielen. Ja. Er hat eine ähnliche Freundlichkeit dir gegenüber, soll ich dir ausrichten, aber die verschlucke ich jetzt mal. Ich möchte nicht das diplomatische Verhältnis zwischen euch so frühzeitig schon vergiften. Mhm. Oh, der Lorenz, mir ist aufgefallen, dass du und auch Atalia, du auch, ihr beide gerade eben für eine Zeit lang in euren Städten Wachstum produziert habt. Was genau bezweckt ihr damit? Wachstum ist natürlich immer gut als Industrie. Also man hat ja zwei Optionen, wenn man keine Einheiten pumpen will noch, dann kann man entweder Wachstum oder Wohlstand schaffen. Und momentan ist mir Wachstum eigentlich ziemlich, ziemlich lieb. Weil du möchtest also im Moment keine Einheiten rauspumpen? Jetzt kommen ein paar, denke ich mal. Oh, da kommt schon die Tributzahlung, die verlangt wird. vielleicht pumpe ich doch lieber, aber die wird abgelehnt. Vielleicht pumpe ich doch lieber noch ein bisschen mehr Einheiten. Das war nur ein Gag von mir. Du brauchst mir kein Geld zu geben. Ja, also ich muss jetzt mal gucken. Also ich bin etwas, meine Startposition ist, bin nicht ganz zufrieden, muss ich sagen. Also ich weiß nicht genau, ob ich links oben in diesem kleinen Tal zwischen den Gebirgen siedeln soll, um dann wirklich eine Minensiedlung zu machen oder versuchen, das Hive auszuradieren, um mir das Noxium Field einzuspeisen. Also ich denke, ich weiß jetzt nicht, wie schnell die anderen angreifen werden, aber ist schon ein bisschen Distanz dazwischen. Das sind die beiden Alternativen, liebe Zuschauer. Das ist hier das Noxiumfeld, von dem Lorenz gesprochen hat, was sehr, sehr viel Mineralien bringt, aber direkt daneben ist halt dieses Nest der von Xenomorph-Drohnen und anderen hässlichen Geschöpfen, die allerdings auch eine Gefahr darstellen. Die erzeugen laufend neue Einheiten, macht durchaus Sinn, die vielleicht frühzeitig auszurotten. Andererseits, wenn man Aliens angreift, dann greifen die einen wiederum auch früher an, denn das ist ja eine Besonderheit hier im Spiel, dass man anfangs ganz gut mit diesen einheimischen Lebensformen auskommt, aber dann, wenn die merken, dass man viele Städte gebaut hat, viele Geländemodernisierungen errichtet hat und wenn man viele Aliens getötet hat, dann addieren die das in ihren Alien-Köpfchen alles zusammen, dieses als Zahlenwerke, das, was die Programmierer dann in ihren Dateien entsprechend an Werten ausgespuckt haben für all diese Aggressionsformen und sagen dann irgendwann,
Uns reicht's und dann werden die Fraktionen angegriffen. Wobei die Fraktionen zu einem unterschiedlichen Tempo angegriffen werden. Also je nachdem, wie hässlich man sich verhalten hat aus Sicht der einheimischen Lebensformen, umso früher wird man angegriffen. Und es gibt immer noch einen gewissen Zufallsfaktor. Was ist deine Schätzung, Lorenz? Wie viele Runden könnte es dauern, bis du angegriffen wirst von den Aliens? Puh, wir sind jetzt in Runde 14, also ich denke mal knapp die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte der Zeit ist jetzt rum und dann wird auch schon die erste Bewegung kommen. Also es geht alles ziemlich flott voran, muss ich sagen. Ich bin gespannt auch mit der Invasion, wie sich das jetzt alles auswirken wird. Ich denke mal, ich werde Einheiten jetzt pumpen und dann auf einen Erstschlag gegen das Nest drauf ansetzen. Nachdem wir ja Atalio und ich haben unsere Einheiten ziemlich nah an Volterra, der Hauptstadt von Sakor. Das heißt, wir sehen, wenn der irgendwie Bewegungen machen will. Das heißt, wir haben Zeit zu reagieren. Das bedeutet, ich soll in der Lage sein, das Hive zu entfernen. Ja, das ist wieder für uns jetzt ein gutes Stichwort, Piero. Wir wechseln jetzt mal in den Audiokanal des Xenomorph-Nestes und reden mit den Aliens darüber, ob die Vorbereitungspläne machen wollen gegen die Invasion von Lorenz. Stell aber gerade fest, dass ich die entsprechende Technologie als Spectator gar nicht erforschen kann zur Kommunikation mit außerirdischen Lebensformen. Geht nicht, schade. War ein so gut ausgeklügelter Plan, kann ich euch leider nicht bieten, liebe Zuschauer. Sehr, sehr schade. Ja, das ist die eine Möglichkeit. Die andere, die Lorenz erwähnt hatte, das ist dieses Gebirge hier nordwestlich, sagtest du, von Shanghai, von deiner Hauptstadt. Genau, ja, das ist so schön eingegraben und dazwischen drin kann man, ich meine, die Sache ist, ich bin die Sozialisten und wir produzieren extrem viel, das heißt, unser Mineralienbedarf ist massiv. Das heißt, wenn ich da was reinsetze und mir das Noxium Field heimisch machen kann, dann werde ich danach nur noch Einheiten rausschmeißen, bis nichts mehr geht. Das ist der Plan. Das ist sehr interessant. Vor allem diese psychologischen Gemeinsamkeiten bei dem anderen Team, mit dem wir eben gesprochen hatten, Blackie, der hat auch so große Töne gespuckt, der strotzte auch vor Selbstbewusstsein. Wie sieht das auch bei dir aus, Atalia? Bist du vielleicht jemand, bei dem wir etwas bescheidenere Töne bekommen? Naja, Zako ist mal wieder ganz nah und den muss ich relativ früh ärgern, damit er nicht zu stark wird. Das ist ja die Erfahrung, die ich habe von ihm. Bei Zako muss man ein bisschen aufpassen. Der neigt gelegentlich zum Erstschlag und nicht nur zum diplomatischen. Ja, er hat auch eine gute Startposition. Oh ja, der hat tatsächlich gerade den Krieg erklärt. Er hat dir den Krieg erklärt? Oh oh. Also Zako hat gerade bei Volterra eine Einheit von Atalia offensichtlich zerlegt. Da wurde es ihm, Lorenz hat es ja vorhin noch gesagt, ihr habt Einheiten dicht dran, damit ihr sehen könnt, wenn er irgendwas macht. Und das hat er wahrscheinlich ganz schnell durchschaut und hat gesagt, so nicht mit mir, die schalte ich jetzt aus. Interessanter Zug. Ja, yep, in der Tat. Dafür werde ich jetzt mal, hab ihm auch den Krieg erklärt. Vielleicht würde es mit meinem Alien-Nest angreifen doch nichts. Na, ich baue denn jetzt doch die Atombomben hier. Ja, man muss den Zuschauern auch sagen, ihr habt als Allianz, als Fireteam, ein gemeinsames Sichtfeld. Das heißt, dadurch, dass deine Truppen, Lorenz, oder dein Infanterietrupp hier direkt neben der Hauptstadt von Sakor steht, hast du Blick darauf und die Stadt selber kannst du, glaube ich... Doch, du stehst auf dem Hügel. Die Stadt selber kannst du auch sehen, nicht? Und was drin steht? Momentan habe ich keine Sicht drauf. Man muss wirklich auf dem Gebirge sein. Mhm. Aber ich bin gerade vorwärts marschiert ins Flachland auf 2712, um zu schauen, was drinnen ist. Und ich werde jetzt mal nicht meinen... Ja, wenn er versucht, eine Farm zu bauen in den Garten von Eden, dann werde ich die natürlich in den Formen versuchen auszuschalten. Das ist die richtige Einstellung. Wir wollen den Zuschauern ja etwas bieten und ein bisschen vor sich hin bildern und Kuschelmodus, das ist ja nicht unbedingt das Allerspektakulärste, aber frühzeitige Kriege und ein bisschen gepflegt Schädel einschlagen und Soldaten zerlegen, das ist eigentlich ganz fein. Irgendwie widerlich, Piro, oder? Ach, also ich denke, wir wollen ja in der Tat was sehen und das passt mir schon ganz gut, dass es hier direkt ganz früh gleich ordentlich losgeht, denn wir wollen unseren Zuschauern ja was bieten. Ja, das ist ja auch nicht unser Blut, das hier fließt, Piro, sondern nur das der Teamkameraden hier. Wir können uns gelassen zurücklegen, genau. Und ihr eilt auch gleich Atalia mit einem Trupp Kolonialsoldaten auch rüber. Von zwei Seiten kommt hier, aber ich glaube, das ist angesichts der Verteidigungsboni, die Infanterieeinheiten in einer Stadt haben, glaube ich, mehr so eine Art Einschüchterungsmanöver, dass er da Truppen hinschickt.
Denn hier gibt es halt. Es geht darum, dass er seinen Former nicht so weit rauskriegt und sich dementsprechend nicht so gut modernisieren kann. Ah. Das heißt, das ist Terror gegenüber der Zivilbevölkerung. Ach, das ist so. Ja. Das ist Befreiung. Befreiung vom Leben. Ja. Ja, von Zakor. Also, die beiden Herrschaften sind jetzt schon zweifelsohne in dem Propagandamodus drin. Wollen wir mal kurz rübergehen und auch mit Zakor mal ein Wörtchen reden, wie er denn seine Gegner, die sich gerade vor seiner Hauptstadt aufbauen, wahrnimmt, Piro? Ich bin gespannt, wie er diese Kriegserklärung rechtfertigt. Also, ja, da bin ich auch gespannt. Gehen wir mal schnell rüber. Bis später, ihr Lieben. Jo, bis später. Hi, grüß euch. Hallo. Ja, wie schön, Zakor. Ich habe jetzt noch nicht im Chat nachgeschaut, aber ich vermute, du schwimmst auf einer Welle der Sympathie, weil du den Zuschauern den ersten Angriff geboten hast. Hm. Nein, ich habe ja schon gesehen, was im Busch ist. Da musste ich die Gelegenheit nutzen. Ich habe ja schon gesehen, dass hier Lorenz im Norden auch ankommt und Natalia ist bei mir da rumgestiefelt. Und jetzt sehe ich ja die Bestätigung, dass da schon was unterwegs war. Von daher war das die einzig richtige Entscheidung, da drauf zu hauen, als sich eine Gelegenheit geboten hat. Ich will ja nicht tratschen, aber du spielst ja auch im Sith-Forum öfters zusammen mit Munaldinho. Ach, jetzt bin ich ja doch am Tratschen. Und du selber kannst das ja nicht mitbekommen, du darfst ja im Chat nicht mitlesen. Er selber empfiehlt hier lauthals im Chat, jetzt Zakor gleich wegputzen. Allerdings auch mit dem ehrfurchtsvollen Zusatz, in 20 Runden ist das nicht mehr möglich. Ja. Naja. Mal sehen, ob sie es schaffen. Wie wohl fühlst du dich denn damit, deinen Former hier rund um deine Hauptstadt Volterra hin und her ziehen zu lassen, im Wissen, dass die Feinde nicht allzu weit weg sind? Ja, naja, im Moment können sie ihn ja nicht angreifen. Da habe ich keine Angst eigentlich. Die sind ja auf der anderen Seite der Stadt. Ach, komm mal mit. Also da brauche ich eigentlich noch nicht Angst haben. Ich komme ja, mit dem Einzel dort mit zu dir. Was dazu kommt. Ja, ja. Ein heldenhaftes Befreiungskommando. Hier seht ihr Blackies Truppen, die tatsächlich sogar durch Pilze gehen, die Lebenspunkte von Einheiten hier reduzieren, wenn man durchzieht. Hauptsache, ihr leistet Zakor Entsatz. Das ist wahrer Heldenmut und das ist Nibelungentreue. Ja, ich bin weithin bekannt für meine Opferbereitschaft. Ja, und so bescheiden außerdem noch dabei geblieben. Ja. Ganz, ganz toll. So, sag mal, so langsam, wie sieht's denn aus hier? Wollt ihr nicht langsam mal expandieren? Also, es wird, glaube ich, Zeit. Ich habe schon den Kolonisierungseifer erforscht, aber ich muss jetzt eben erstmal Verteidigungseinheiten bauen, weil die Lorenz und Natalia mich hier belagern. Zakor, du hast jetzt gerade einen zweiten Former, jetzt nicht mehr, aber gerade bis gerade eben noch einen zweiten Former als Auftrag in Volterra gehabt. Reicht der eine nicht? Ja, nee, das war nur irgendwie so ein Bauauftrag, den ich zwischengeschoben habe, weil ich gerade nichts anderes zu bauen hatte. Der wird eine Weile noch nicht beendet werden. Ich wollte bloß die Produktion irgendwo sinnvoll investieren schon mal, weil ich später einen brauchen werde. Okay. Eine Frage aus dem Publikum von Munaldinho, einem Altbekannten für euch natürlich. Und zwar geht die ganz konkret an Black Arken. Blacky, die Frage ist an dich, wie hast du denn vor, deine Truppen zu subventionieren? Ich werde auf ein bisschen Finanzhilfe durch Zakor angewiesen sein. Und es passt ja auch in dem Sinne ganz gut. Wir ergänzen uns da. Er kann durch seinen Mineralienvorteil, den er bei Wäldern hat, schneller Gebäude bauen, die mehr Geld einbringen. Das Geld kann er wiederum ein bisschen mir zukommen lassen. Und da meine Einheiten ja viel stärker sind als Zakors Einheiten, warte ich schon in Versuchung, den größeren Teil des Krieges zu führen. Das sollte man jetzt aber auch den Zuschauern, die Pandora noch nicht in- und auswendig kennen. Oh, hier wird geschossen. Mit Flammenwerfern wird gegeneinander vorgegangen. Autsch! Oh, Zakor. Das ist verloren! Aber ganz kurz, um die Erklärung noch zu bringen, um den Zuschauern ganz kurz zu erklären, was hinter Blackies charmant vorgetragener Schnodderei stand an strategischer Überlegung. Seine Truppen, also die Truppen der Militaristen, die sind besonders stark. Das ist der Bonus seiner Zivilisation,
die er mitbringt, aber im Gegenzug kosten die auch besonders viel Gold. In Unterhalt, an rundlichem Unterhalt, da kann einem dann schon mal das Geld alle gehen, wenn man über solche Armeen verfügt, wie die Becky hier sich gerade aufbaut. Hier ziehen jetzt zum Beispiel zwei Kolonialsoldaten oder einer mit einem Kolonisator und einem Former Richtung Norden, um hier, wie von ihm angekündigt, in der Nähe von diesen Mineralien und der heißen Quelle hier eine nächste Stadt zu bauen. Deshalb hofft er darauf, dass Zakor ihm hilft, aber der hat vielleicht im Augenblick ganz andere Probleme. Mir kommt es sogar im Nachhinein so vor, Zakor, ich will jetzt keinen Keil zwischen euch treiben, ich weiß, ihr schätzt euch und ihr müsst ja auch irgendwie zusammenhalten, weil einer von den Anwesenden, sprich ich, hat euch ja bedauerlicherweise in ein Team gesteckt und da müsst ihr jetzt irgendwie durch, auch wenn ihr Probleme miteinander bekommt. Aber wenn dieser Teamkamerad jetzt angerückt kommt und der verkündet lauthals schon wieder einen Flammenwerferangriff. Jetzt hat es den Gegner erwischt. Ja, das war mein Angriff jetzt. Wenn dieser Teamkamerad kommt und sagt, hey, ich leiste dir einen Satz mit einer Truppe, da links oben, von da links oben kommst du mit einem Kolonialsoldaten, im Gegenzug erwarte ich, mit Gold zugeschüttet zu werden, wie wohl und warm wird er dann um dein Herz? Ja, ich hoffe, da kommt noch mehr. Dann gibt es wahrscheinlich auch ein bisschen Geld. Aber im Moment... Ihr dezimiert euch ja gegenseitig. Weil ich mich eher defensiv verhalten muss, weil ich ja einen Angriffsmalus habe als Grüner. Das Einzige, worauf ich jetzt hoffen kann, dass bald die Alien-Aggression anfängt und Atalia dann sich um seine Stadt kümmern muss. Auch das kurz den Zuschauern erklärt, diese grüne Fraktion, die Baumschmuser, die Pazifisten, die Ökopaxe, die Zakor spielt, glaubt man gar nicht, wenn man bedenkt, wie aggressiv er eigentlich hervorgehen möchte, die haben militärische Nachteile. Deren Truppen sind nämlich besonders kampfschwach, also das genaue Gegenteil zu dem, was sein Teamkollege Black Arken mitbringt. Insofern stimmt das vielleicht, wenn Blacky sagt, hey, ich werde Zakor beschützen und im Gegenzug erwarte ich etwas Schutzgeld. Ich freue mich, wie du das immer wieder schaffst, die Fakten so zu verdrehen, dass es aussieht, als wenn der eine versucht, den anderen in die Pfanne zu hauen. Ich versuche nur ein bisschen, das Spiel zu einer Soap umzudichten. Aber das kann ganz gut klappen. Wenn wir jetzt Anfangsphase überstehen, dass Zakor keine größeren Verluste hinnehmen muss, dann werde ich, ja, immer mal ein paar Truppen zu ihm mitschicken. Das geht schon dann. Noch ein Angriff bei Zakors Hauptstadt. Wer greift da wen an? Ich habe ihn angegriffen. Ah. Eine Einheit opfert, damit ich seine Einheit vernichten kann. Drei Kolonialsoldaten, ein Kolonisator, ein Former hast in deiner Hauptstadt stehen. Jetzt kannst du doch eigentlich losgehen, eine zweite Stadt gründen. Möchtest du das jetzt machen? Ja, Richtung Westen siehst du. Bist schon unterwegs. Das hatte ich schon vermutet, weil du da diese Straße gebaut hattest. Ich war mir schon fast sicher und ich wollte es auch gerade schon gefragt haben. Also dort, wo genau soll denn die Stadt hin, die zweite, Zakor? Da ist am Observatorium so ein Fleckchen Wüste. Links, also im Westen. Und da würde ich dir gerne hinbauen. Und das wird dann eine Produktions-Forschungsstadt werden? Ja. Erstmal Forschung, weil Mineralien habe ich eigentlich schon genug in der Hauptstadt. Aber früher oder später wird die da auch ein bisschen ein paar Leute ins Gebirge schicken, ja. Auch das müssen wir den Zuschauern kurz erklären. Dieses Gebäude, ja, Observatorium, bringt einen Bonus von 50% auf die Forschung in der Stadt, ohne dass dabei irgendwelche Ressourcen aufgebraucht werden oder irgendwelche Kosten entstehen, und das ist schon ganz, ganz wichtig, mindestens eine Stadt zu haben, die an einem solchen Gebäude steht. Schaut euch mal das Grafikmodell an, dieses Observatoriums. Behaltet es mal ein bisschen im Hinterkopf, wäre meine Empfehlung, denn später, wenn das Add-on hier getriggert wird, das kommt ja erst in der mittleren Phase des Spiels dazu, der Effekt, den dieses Add-on Return of the Messari bringt, dann wird dieses 3D-Modell des Observatoriums womöglich in ähnlicher Form wiedererkennbar sein im Spiel, wenn die Messari kommen. Schaut es euch an. Heißluftballons, so sieht es ähnlich aus, mit Ketten am Boden festgehalten, ragt aus der Wüste empor, sieht fremd aus, sieht exotisch aus und noch völlig harmlos. Ja, Piro, wie sieht's aus? Gehen wir nochmal rüber zu den beiden anderen Herrschaften. Gehen wir nochmal rüber und hören uns an, was die jetzt in den nächsten Runden vorhaben. Machen wir. Gehen wir rüber zu Atalia und Lorenz. Bis später, Mr. Schutzgeldabpresser und Beschützter.
Bis dann. Hallo, hier sind wir wieder. Hallo. Servus. Piro Parker ist hier, Writing Bull ist hier und viele, viele Zuschauer im Chat. Mittlerweile noch mehr als eben. Mittlerweile sind wir schon 90 Live-Zuschauer hier, die euch über die Schulter gucken. Okay, Stadt wird hier errichtet. Natalia, ich habe gesehen, du hast hier eine technologische Revolution hier durchgeführt und fährst jetzt schon mit Panzern durch die Gegend. Ja, also noch stehen sie rum, aber die werden auch bald zum Feind fahren. Was hast du damit vor? Möchtest du Zacker damit schon einen Besuch abstatten? Ja, ich möchte ihn mal ganz lieb grüßen. So, weißt du? Ich zeige auch den Zuschauern deiner Hauptstadt, die auf den schönen Namen Toledo gehört, wo sicher der beste Stahl auf Pandora geschmiedet wird, den es überhaupt gibt. Richtig. Avenger-Panzer, die hast du durch deine Forschung schon freigeschaltet. Aber auch ein Kolonisator wird bei dir erzeugt. Du willst auch möglichst bald eine zweite Stadt gründen. Ja, das ist jetzt das vorrangige Ziel. Und dann weiter auf Panzer gehen. Ich weiß ja nicht, wie es bei Zarko aussieht, aber bisher habe ich nur Infanterie gesehen. Weißt du schon, wo du die zweite Stadt gründen möchtest? Ja, das weiß ich schon. Verrätst du es uns? Ja, auf die A2916, sprich links von mir, bei den heißen Quellen. Da, wo du diese Straße schon hingebaut hast? Ja, genau. Und 2916, das ist das Dschungelfeld direkt rechts daneben. Links davon, das sind diese heißen Quellen, aus denen dampft es zum pandorianischen Himmel empor. Warum gerade da? Die geben mir einen Moralbonus, den ich zwar mit meiner Fraktion eh schon habe, aber ich nehme das gerne mit, denn Moral steigert quasi alles, also Produktion, Erzabbau und Forschung. Jetzt gäbe es ja theoretisch auch noch weitere Felder zur Auswahl, die direkt in der Nachbarschaft diese heißen Quellen liegen. Aber warum hast du dich für 2916 entschieden und nicht zum Beispiel für 2815 oder 2715? Weil es muss ein Mindestabstand von 3 Feldern zwischen Städte sein. Und ich hätte gerne, bevor die Elmins kommen, möglichst viele Städte auf möglichst engen Raum gepflastert, dass ich die gut verteidigen kann, aber auch gut produzieren kann. Mineralien hast du ja eigentlich genug in deiner Hauptstadt. Hast du eventuell ein Nahrungsproblem oder geht das noch? In deiner Hauptstadt hast du ja auch 2 Küstenfelder, bist aber sonst auf Wüste. Durch die Küste geht das noch ganz gut, aber ich habe jetzt auch Kunstdünger erforscht, weil es früher oder später echt Nahrungsprobleme geben wird. Auch wiederum eine Erklärung für die Zuschauer. Auf Küstenfeldern wird 2 Nahrung produziert und ein Bürger in einer Stadt verbraucht immer eine Nahrung. Das heißt, wenn man solches Küstenfeld bewirtschaftet mit einem Bauern oder mit einem Fischer oder wie immer man diesen Nahrungsproduzenten bezeichnen möchte, dann kann er damit einen weiteren Bürger durchfüttern. Und dieses Gebäude, über das Atalia gerade gesprochen hat, das ist dieses hier. Das ist der von Atalia. Das ist die Agrikulturanlage, wird durch die Technologie Kunstdünger freigeschaltet, bringt +2 Gratisnahrung und noch einen 25-prozentigen Nahrungsbonus für alles, was die Bauern oder die Fischer oder die Bäcker oder was auch immer hier erwirtschaften. Und auch das wird jetzt demnächst hier sicher gebaut. Die militärische Lage rund um die Hauptstadt von Zacko hat sich ein bisschen entspannt dadurch, dass ihr massakriert worden seid. Ja, so kann man es sagen. Lorenz. Ja. Man hört Moment. Richtig so ein... Wie Optimismus und Lebensfreude aus deinem besorgten Tonfall herauspurzeln. Naja, wird gerade flankiert. Das ist unschön. Ja, leichte Flankierung und die Aliens greifen an zum ungeschickten Zeitpunkt, muss ich gestehen. Du hast dieses Ereignis jetzt mittlerweile, von dem ich eben gesprochen habe, dass die Aliens dich angreifen. Exakt, ja. Also, sie haben jetzt eine Farm vernichtet und die hätte ich eigentlich gebraucht. Das sind mir 2 Nahrung, die mir jetzt zu wenig sind. Naja, eine Nahrung zu wenig. Aber passt schon. Also, du hast mittlerweile, ihr hört es, man kann ja die Farmen nehmen, wie ich gerade höre, aber nicht dein Lebensmut, dieses patzige passt schon. Das ist ein Schlachtruf, den deine Truppen jetzt auf den Lippen tragen. Hier ein Kampf rund um Shenzhen, deine zweite Stadt, die du wie angekündigt hier im Nordwesten gebaut hast, bei deinem Gebirge.
bei diesem Gebirge, wo du Mineralien bekommen kannst. Du hattest ja noch als Alternative eigentlich erwogen gehabt, dieses Alien-Nest im Südosten von Shanghai zu erobern, in der Nähe von diesem Noxium-Feld. Den Plan hast du jetzt aber doch nicht in die Tat umgesetzt. Ja, also ich glaube, mit den Truppen, wenn dir noch was übrig ist, dann könnte ich da schon noch was probieren, ja. Ja, jetzt hast du... hast du in der Nähe von, oder hast du das Feld 025 entdeckt, ein Garten Eden, da stehst du gerade davor. Bietet sich das hier nicht an für eine gute weitere Stadt? Gibt's ja, auf jeden Fall. Kurzen Tipp? Also das wird... Ach, hier ist das, ich sehe schon, alles klar. Genau, das wird meine nächste Stadt, die ich mir eben hole. Das Observatorium kann ich durch meine Gebirgsstadt erholen, da habe ich dann zwei Ressourcen und vor allen Dingen ist es natürlich auch ein guter Vorwärtspunkt, um eben nach unten zu Toledo aufzubrechen. Ja, okay. Ja, sieht eigentlich alles in der Hinsicht ganz gut aus. Wird auch die industrielle Automatisierung abgeschlossen, das bedeutet, meine Produktion sollte sehr solide werden. Aber meinen Former muss ich wieder aussetzen. Zeige ich auch hier mal den Zuschauern einen Technologiebaum, nämlich deinen. Das ist der hier. Und ihr seht, der hat schon ganz fleißig geforscht. Weit hin, dahin, zu den automatisierten Fabriken, diesem Gebäude, das gratis Produktion bringt in den Städten. Und nochmal plus 25 Produktion durch Arbeiter. Da hast du weit hin geforscht, obwohl das... die Forschungskosten von Spalte zu Spalte, die man Richtung rechts vorrückt, immer höher werden. Da hast du richtig investiert. Warum wolltest du unbedingt diese automatisierten Fabriken erforschen? Du hast doch eigentlich durch deine Zivilisation, durch diese roten Chinesen oder wie man die nennen will, diese Klonproduzenten, doch eigentlich so schon einen gewaltigen Produktionsboost. Das ist richtig, ja. Aber ich wollte den eben noch weiter treiben, vor allen Dingen da in dieser Stadt da oben. Shenzhen wird eine reine Minenfabrik, da wird nur noch geschürft im Erzgebirge. Und in meiner Hauptstadt, in Shanghai, wird meine Industrie stattfinden und da werde ich dann massiv Einheiten bauen. Eine Stadt werde ich vorwärts expandieren, wie Piero Parker schon meinte, in Richtung Garten of Eden. Und das wird dann mein Brückenkopf Richtung Volterra. Also ich hoffe nur, dass irgendwie das Atalia in Ordnung ist in seiner jetzigen Situation, dass da irgendwie nichts schief läuft. Das fand ich schon bei allen drei, glaube ich, vorigen Multiplayer-Matches. Ich glaube, das ist das vierte, das wir machen, ne? Oder ist es das dritte? Ich glaube, es ist das vierte. Wo du dann teilnimmst. Das vierte und das dritte, wo ich dabei bin. Ja, also wie gesagt, das fiel mir, Lorenz, bei allen früheren Multiplayer-Matches schon auf, bei denen du mitgemacht hast. Man muss dir nur ein Stichwort geben, x-beliebiges. Und egal, wie schlecht deine Lage ist, wenn du so ein bisschen vor dich hin erzählst, so ein paar Sätze vorankommst, zwei, drei Sätze, irgendwann blühst du richtig auf und da kommen diese Großmachtsfantasien und diese großen Sprüche, die du raushaust. Respekt, das ist genau die Einstellung, mit der man Kriege gewinnt. Ja. Total. Da fällt mir jemand ein, dein Gesinnungsgenosse im Geiste, Black Arken, der hat das auch. Gehen wir doch mal rüber, Piero Parker, und ernt mal bei ihm die großen Sprüche. Okay. Blackie, hallo. Ich wollte unbedingt zu dir. Unbedingt. Hallo, ja. Weil ich habe gerade mich mit Lorenz unterhalten und als ich mich mit ihm so unterhalten habe, da habe ich gemerkt, ihr habt so einen Zug, den teilt ihr. Egal, was man euch sagt, binnen weniger Minuten kommen die ganz, ganz großen Töne. Ja. Ich gebe dir mal ein x-beliebiges Stichwort, mal gucken, ob das bei dir klappt. Pfannkuchen. Was verbindest du damit? Meine Pfanne ist größer als deine. Oh, cool, sehr cool. Das ist genau das, was ich meinte. Also, liebe Zuschauer, ganz kurz einmal, was ihr hier seht, ist Pandora First Contact. Nicht irgendwie Kochen mit Writing Bull oder irgendwie so etwas. Und an dieser Stelle möchte ich auch einmal alle 100 Zuschauer, die wir jetzt zurzeit haben, herzlich begrüßen hier bei Pandora First Contact. Return of the Messari, das neue Add-on, das heute erschienen ist, heute im Laufe des Abends erscheint und auch auf Steam erhältlich sein wird. Und wir werden schon bald hier im Laufe dieses Abends das große neue Feature zeigen können, das dieses Add-on mit sich bringt. Liebe Kollegen hier, Blackie und Zakor, wie seid ihr denn auf die Invasion der Messari vorbereitet? Im Moment noch gar nicht. Naja, wir haben ja heute schon mal ein... Ja,
wie ihr ja wisst und die Zuschauer wissen es ja auch, wir spielen ja hier mit einer leicht modifizierten Datei, in der es heißt, dass es relativ schnell und relativ früh zu dieser Invasion kommen könnte. Was passiert denn bitte schön, wenn es jetzt auf einmal plötzlich losgeht? Also wenn es jetzt losgehen würde, wären wir garantiert tot. Wir haben heute schon mal ein Testspiel gemacht und uns angeguckt, wie denn so eine Invasion aussieht. Da wüssten wir, die Einheiten wären im Moment noch viel zu stark für uns. Was wir jetzt machen können, was die Hoffnung ist, ist einfach möglichst schnell an Einheitenstärke zuzulegen, wichtige Technologien zu erforschen und eventuell Artillerie oder ähnliches und dann hoffen, dass es reicht. Das sind die Vorbereitungen, die Zakor treffen möchte für die Rückkehr der Messari. Das war die erste Stunde unseres Livestreams. Ich mache eine Pause, eine Unterbrechung von wenigen Sekunden und damit endet auch der erste Teil der Aufzeichnung auf YouTube. Wenn die dann später ausgestrahlt wird, kann man das dann nochmal sehen. In wenigen Sekunden sind wir wieder bei euch. Bis dann.